issues or so. You're fine. What way are we going? Go your way now. Yo, what the f***? Wer kommt denn schon wieder auf so eine Idee? What way are we going? Go your way now. You ready, Danny? Yeah. Just stay tight. Am I stopping him? Nope. Stay tight, Danny. Stay tight, Danny. Nope, nope. Yeah, stay tight. God damn it. Bro, Danny, was war das denn? Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Der Kleine ist fast ertrunken. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt werden sollte. Aber was ich weiß ist, dass ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video heiße. Und ich glaube, ich habe den größten Fan von mir gefunden. Das war der Todesstoß. Der hat einfach das komplette Essen in die Fresse bekommen. Und ins Auto. Junge, da sitzt einfach ein Meerschweinchen und zieht sich meine Videos rein. Der ist auch safe immer ein von denen, die direkt eine Sekunde nachdem das Video rauskam, erster in die Kommentare spammen. Raphael ist ein Fan, for real, for real. Ich danke dir, Raphael, für deinen riesigen Support. Ich küsse doch dein Herz. Und naja, damit gehen wir auch mal direkt rein in die Memes und Videos, die wir uns heute anschauen. Und vertraut mir, es wird mal wieder bodenlos, was heute abgeht. Warum Jungs nicht in die Küche gehören? Mir fallen jetzt schon 50 Gründe ein, bevor das Video auch nur gestartet ist. Ja, die Pfanne klebt fest, war mal anrühren. Die klebt dann noch fest. Jo, alles klar. Jo, alles klar. Hat sich dann erledigt. Pfanne klebt nicht mehr fest. Super. Dafür klebt halt jetzt das Ei überall in der Küche. Na, hätte ich null Bock, das danach sauber zu machen. Ich wäre so sauer auf die Pfanne und alles drumherum. Deswegen finde ich es auch nicht schlimm zu sagen, dass Frauen in die Küche gehören. Weil Männer kannst du dort einfach nicht hinlassen, ohne dass irgendwas zerstört wird. Okay, wer bei dem nächsten Clip lacht, ist offiziell gottlos. Ach du heilige Scheiße. Na, Bro, das ist wirklich ehrenlos. Ich war nicht darauf vorbereitet. Aber ich habe ja auch nicht gelacht, weil ich ein Ehrenmann bin. Über sowas macht man sich nicht lustig, okay? Spaß, ich fand's eigentlich voll witzig. Ach ja, schön, schön, schön. Naja, wie auch immer. Anderes Thema. Kennt ihr diese Kollegen, die so neu ein Auto haben, endlich Führerschein bestanden, so alles geil und eigentlich sollte man ja sein Auto pflegen und es clean halten. Aber ich schwör's euch, es gibt immer diesen einen Kollegen, dessen Auto so aussieht. Bah, was ist passiert in diesem Auto? Nee, da laufe ich dann doch lieber, auch wenn er mich abholen will. Ich kann mir nur anmaßen, wie es da drin stinken muss. Wenn du eine Minute da drin sitzt, du bist verseucht mit Uran und 50 neu entdeckten Krankheiten. Ist das zufällig das Auto von Walter Frosch oder was passiert da? Was haben sie denn da unten in ihrem Stutzen drin? Bitte? Also jetzt mal Real Talk, das muss eigentlich eine Straftat sein. Sowas ist Gefährdung für die gesamte Welt. Ekelhaft. Der nächste Clip ist der eindeutige Beweis dafür, dass Karma wirklich existiert. Da f***, was will der Opa jetzt hier? Er zeigt einfach den Mittelfinger ohne Sinn, während er hier auf seinem Fahrrad sitzt. Eieieiei, das war peinlich. Busted in 4K. Wie unangenehm. Er macht auf cool mit Stinkefinger dies, das und dann fällt er so goofy hin. Und die Reaktion danach zeigt auch, wie er selber gemerkt hat, dass er voll der Clown ist. So voll der unangenehme Typ. Wie so ein 12-jähriges Kind, der mad ist, weil er keine Fortnite V-Bucks bekommen hat. Vielleicht lag es auch einfach an dieser unglaublich engen Skinny Jeans, sodass die Blutabfuhr zu deinen Beinen einfach gestoppt wurde und die Dinger eingeschlafen sind. Kauf dir lieber eine Baggy oder eine Jogginghose, aber lass dieses Skinny Bracker zu Hause. Also wisst ihr, was mir manchmal hilft, wenn ich so schlecht gelaunt bin wie er hier? Wenn ich diese Unentspanntheit in mir trage und einfach mal was zum Abschalten brauche, ich gönne mir ein schönes, entspannendes ASMR, was mich wieder klar denken lässt. Aim, hard, hard, sleep, guy. Ooh, yeah, wie Musik in meinen Ohren. So relaxing. Ja, Mann, ich find's auch sehr gemütlich und angenehm. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als das beim Einschlafen zu hören.
Yo, was zum Teufel passiert da gerade? Ja, sehr geil. Danke, Mann. Danke für diese Vorstellung und auch vor allem danke für die Zerstörung meiner Trommelfelder. Korrekt, Bro. Also jetzt mal Spaß beiseite. Wer entspannt sich bei sowas? Wer findet sowas relaxing? Oder genau das frage ich mich auch bei diesen Videos. Hat der da gerade sein Handy geschreddert? Ist da gerade ein iPhone reingeflogen? Haben die Leute irgendwie Geld geschickt oder wieso machen die das? Der zerstört einfach ein iPhone für 3 Sekunden Spaß im Video. Ein MacBook auch noch? Yo, okay, okay, alles klar. Wie kommt man auf diese Idee und beschließt, ich glaube, heute packe ich mein Handy in den Schredder. Geil. Das wäre die perfekte Strafe für ein kleines Kind, wenn es mal wieder ein bisschen zu frech wird. Bisschen zu viel Fortnite spielt. Einfach Handy wegnehmen, Schredder rausholen und... Wow, 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 wow. Das ist fast nicht nur das Handy gewesen, sondern das ganze Haus. Ich werde mir das merken, um somit meinen Sohn später mal zu bestrafen. Smelling Salt Prank. Gone wrong. Smelling salt prank gone wrong. We're trying to get the public to view and see what they think of the smell. Oh no. Das sind diese kleinen Fläschchen mit Salz, was so richtig bissig und abnormal riecht. Das dient, glaube ich, soweit ich weiß, einfach dafür, dass du ein bisschen wacher und deine Nase freier wird. Also glaube ich. Es soll halt so übertrieben riechen, damit es dich kickt. Und der Arme denkt, er darf hier Probe riechen für ein neues Parfüm oder so. Er denkt wirklich, heute ist sein Glückstag. We're trying to get the public to view and see what they think of the smell. When you write down the scale of 1 to 10. What the f*** is that? It's our new fragrance we're coming out with. No, seriously, what the f*** is that? Oha! Scheiße, der denkt, die haben den gerade irgendwie vergiftet oder so. What the f*** is that? Yo, der Arme denkt halt wirklich, dass er gerade unter Drogen oder so gesetzt wurde. Als hätten die ihm jetzt einfach was zum Schnüffeln gegeben. Bisschen Fentanyl angeboten. Our new fragrance. What the f*** is that? Our new fragrance. John, come up front right now. Oh, what's wrong? What's wrong? What's happening? You good? John! John! Und was will John jetzt tun? Will er auch mal dran riechen? Ach ja, hier ist noch eine andere Reaktion von dem Salz. Wow, wow, wow! Mama, calm down, Mama! Die Gute hat sich seit 20 Jahren nicht mehr so bewegt und gestreckt wie gerade. Der hat auch direkt der Rücken kurz Alarm gegeben. Der wusste auch nicht, was plötzlich los ist. Damn, das muss wirklich ekelhaft riechen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das niemals ausprobieren werde. Mein erster Tag im Gym, be like. Damn, boy, bring die Hüften runter. Was ist das? Damn, boy, he's fit. Was ist das für ein zesty Squat, was er da macht? Wow, das sieht mir nicht so ganz richtig aus. Flirtet der da mit mir? Versucht er mich anzumachen damit? Na, Bro, ich gehe nicht diesen Weg. Alles gut. Okay, schnallt euch bitte einmal an. Antrag in Berufsschule Wilhelmsburg. Bevor das Video losgeht, wieso machst du einen Antrag auf einer Berufsschule? Also, geht das nicht im Park danach oder zu Hause? Wieso in der Berufsschule? Das ist der schlimmste Ort, den ich mir vorstellen kann. Tüte Schokobons und Tankstellenblumen. Ganz großes Kino. Wie romantisch. Willst du mich heiraten und die nächsten 2 Jahre hier auf der Berufsschule mit mir verbringen, weil wir uns eh danach trennen werden? Oh mein Gott! Sie bekommt einfach ein Lachflash.
Ja oder nein? Ich höre nicht. Sag lauter! Ich hab ja gesagt. Ja, Mann! Sag lauter! Ja, immerhin hat sie ja gesagt. Glückwunsch. Also von diesem Standpunkt aus gibt es jetzt zwei Wege. Entweder sie bleiben zusammen, sie wird im nächsten Jahr schwanger und sie landen beide in ein paar Jahren auf RTL 2 in irgendeiner gottlosen Sendung, wo sich nur über sie lustig gemacht wird. Oder sie trennen sich halt nach ein paar Monaten, weil sie keinen Bock mehr aufeinander hatten und bemerken, dass die Hochzeit eine absolut dumme Idee war. Ich glaube, es wird eher Option 1. Naja, und damit, meine Damen und Herren, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out!